Ja, hallo liebe Filmfreunde, herzlich willkommen wieder zu einem neuen Update von mir. Ja, es wird ein kleines Update, es sind nur zwei neue Filme wieder bei mir eingetroffen und ja, die werde ich euch jetzt vorstellen. Ein älteres Release und ein ganz neues. Wir fangen mal an mit dem älteren. Ich habe mir hier Return of the Living Dead geholt. Ja, kam von 84 Entertainment raus in einer großen Hardbox. Hier mit so einem Papieraufkleber drauf, der einmal komplett umwickelt ist. Das Ganze ist ab 16 freigegeben. Wir haben ja eine Limitierung von 111 Stück. Das hier ist die Nummer 61. Und ja, der Film ist der erste Teil der Return of the Living Dead Reihe. Ich glaube, er zog ja noch 5 Teile nach sich und das ist von 1, ab Teil 1 bis Teil 3 sind das die besten Teile aus der Reihe. Die anderen zwei weiteren Filme braucht man sich, wie ich finde, gar nicht anschauen, denn die taugen nichts. So, ja, zum Cover her, das ist ein, wie gesagt, Papieraufleger, der hier einmal um die Hardbox drumherum gelegt worden ist. Das Cover ist das hier. Da gucken wir jetzt auch mal kurz rein. Ich möchte das natürlich nicht abmachen, weil ich es irgendwie ganz schön finde. Das ist das Alternativcover. Und ja, so sieht das Ganze dann von hinten auch aus. Identisch mit dem Backpack-Aufkleber. Und wie gesagt, der Film ist ab 16 freigegeben, kommt aber ungeschnitten daher. Und ja, finde, dass die Hardbox wirklich sehr gelungen ist von 84 Entertainment. Es gab auch noch andere Cover zu dem Film. Und ich habe mich aber für dieses entschieden, weil ich das so schön finde. Und ich lasse diesen Aufkleber, wie gesagt, auch drauf aus ja, Gründen, die vielleicht den Wert der Hardbox vielleicht mal steigern könnten. Und man kann es auch als Schutz sehen für die Hardbox selber. Ja, das Ganze ist ein 84 Entertainment Release und ist ein Repack von der MGM DVD. Und so sieht das Ganze dann aus. Und wie gesagt, er ist ab 16 freigegeben, ist aber komplett ungeschnitten. Die Szenen, die ungeschnitten sind, sind im englischen Ton. Also hat so ein bisschen was von einer Red Edition Auflage, wie man es gewohnt ist. Bei Red Edition sind ja die dazugefügten Szenen auch nicht neu vertont worden, sind immer mit englischem Untertitel untertitelt. Und das gleiche ist auch hier auf dieser MGM DVD. In der Videothek gab es den Film auch immer so als 16 freigegeben, also ich finde, die Freigabe ist hier auch berechtigt. Eine 18er Freigabe wäre hier fehl am Platz. Ja, vielleicht zeige ich euch dann nochmal alle drei Teile in einem anderen Video zusammen mit der Terminfigur. Ja, das wäre dann der eine Film. Wie gesagt, ist schon etwas länger draußen. Und als nächstes haben wir ganz neu von X-Rated Puppet Master Axis of Evil. Ist der neueste Teil der Puppet Master Reihe. Und das Cover ist auch sehr schön gestaltet. Ist von X-Rated rausgekommen. Hier haben wir dann nochmal das Cover. Nochmal auf der Seite der Hardbox. Und von hinten sieht das Ganze dann so aus. Sie ist auch limitiert auf 99 Stück, dieses Cover. Und das ist handschriftlich nummeriert, die Nummer 19. Und ja, so sieht das Ganze dann aus. 84 Entertainment hat ja Teil 1 bis 5 nochmal in einer großen Hardbox rausgebracht. X-Rated hat den neuesten Teil veröffentlicht. Den gibt es jetzt einmal in Hardboxen und in einem Mediabook.
Wobei das Mediabook kann man sich getrost schenken, weil da auch nur die DVD drin ist und das Mediabook selber beinhaltet einfach, wie ich es mitgekriegt habe, keine Blu-ray, sondern auch nur den Film auf DVD. Preise sind fast identisch. Fürs Mediabook sind es, glaube ich, 5 Euro mehr als die Hardbox. Und da ich alle Teile sowieso in einer Hardbox habe, beziehungsweise bis auf den dritten im Keepcase, möchte ich diesen Film natürlich auch in einer Hardbox haben. Hätte ihn lieber gerne in einer kleinen Hardbox gehabt, aber er kommt natürlich hier in einer großen daher. So, zum Film selber ist zu sagen, er ist angesiedelt an den ersten Teil der Reihe. Er erzählt die Vorgeschichte von Toulon, wie er sich das Leben nimmt im ersten Teil. Und dann findet ein junger Mann, der eine leichte Behinderung hat, findet dann die Puppen in einem Schrank und erweckt diese dank dieser Spritze zum Leben. Und es gibt auch so einen kleinen Plot mit seiner Geliebten und ein paar Nazis und ein paar Japaner, die USA stürzen wollen, aber die Story ist eher schwach. Aber ansonsten ist der Film sehr modern abgedreht, wie ich finde. Und gut, die Puppen verhalten sich Full Moon klassisch in Stop-Motion-Manier. Das finde ich auch nach wie vor sehr gut, also nichts animiert an dem Ganzen. Und Pinhead und alle kommen auch wieder zum Einsatz, plus eine neue Figur, die so noch nicht in den Puppet Master Teilen zu sehen war, was ich auch ganz gut finde. Welche es ist, werde ich euch nicht verraten, da solltet ihr lieber selber reinschauen, macht auf jeden Fall schon mal Reiz auf mehr. Und wir gucken uns mal nochmal das Backcover an hier. Also es gibt, wie gesagt, eine neue Puppet Master Figur und gut, der Teil hier ist wirklich was für hartgesottene Puppet Master Fans, die ihre Puppet Master Reihe vollständig haben wollen. Ansonsten ist dieser Film eher totaler B-Trash. Und es ist auch gleich zu sagen, der Film, der wird auf jeden Fall noch einen zweiten Teil nach sich ziehen, weil es ein offenes Ende gibt. Und ja, gucken dann mal rein in die Hardbox. Da ist dann die DVD, die ist schlicht typisch gehalten wie bei X-Rated, hat auch das gleiche Artwork drauf wie auf der Hardbox selber und ist also nichts Großes. Aber Freunde von Puppet Master können ruhigens Gewissen einen Blick riskieren und sich den Teil geben. Die mit den Puppet Master Teilen nichts anfangen können, sollten die Finger davon lassen, da sie vielleicht enttäuscht werden könnten. Ja, das wäre mein kurzes kleines Update und sind nur zwei Filme, aber die reichen ja und diesen Monat gab es ja nicht so gute Releases oder Filme, die mich gereizt haben, daher sind es dann nur diese zwei geworden. Ich hoffe, das kleine Update hat euch mal wieder gefallen und ja, bis zum nächsten Mal, euer Kairin84. Ciao.